Hi und herzlich willkommen zu diesem Video. Wir bauen heute auf 6-Gang um. Ich habe mir einen TÜV 5 gekauft. Was kann man aus so einem Bus eigentlich machen und wie viel Geld muss man ausgeben? Ne? Ich habe die Firma Mechanics Deluxe dazu beauftragt, mir da einen Newton rauszusuchen für einen schmalen Taler, weil das so ein bisschen ein Low-Budget-Projekt werden soll. Video dazu verlinke ich mal hier oben und unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch nochmal reinziehen, was wir da generell so ein bisschen mit vorhaben, haben wir dort erklärt. Heute geht es darum, dass wir auf 6-Gang-Getriebe umbauen wollen. Guten Tag. Moin. Willst du dich noch einmal für die Leute, die jetzt neu zuschauen, einmal vorstellen? Ja, gerne. Christian, in Fachkreisen auch gerne Krischi genannt. Ich bin hier der, der das Ganze hier mal irgendwann im Leben ins Leben gerufen hat, die Firma Mechanics. Wir sind heute hier, um deinen Motor-Getriebeumbau zu besprechen. Genau. Wie man ja schon schön sieht, haben wir da schon so ein bisschen vorbereitet. Hier haben wir jetzt ein Getriebe aus dem T5 Facelift, aus dem 2-Liter Diesel, 140 PS, in der Version 6-Gang. Gibt es ja auch als 5-Gang, aber wir haben jetzt hier einen 6-Gang genommen. Die erste Frage, die wahrscheinlich gleich kommen wird, passt das so alles Plug and Play? Nein, passt es nicht. Hier waren noch ein, zwei chirurgische Eingriffe vonnöten, dass man das Getriebe quasi mit dem Motor konnektieren kann. Das haben wir durchgeführt, heute Vormittag noch. Getriebe hängt soweit dran. Wir haben, ja, man sieht das also vom Lochbild, das passt alles wunderbar. Und hier haben wir nochmal auf dem Tisch vorbereitet für euch, was man so alles an Teilen braucht. Wir haben erstmal jetzt gebrauchte Teile genommen. Einfach nur, damit man das mal visuell hat, was man alles noch braucht. Hier einmal ein 2-Massenschwungrad, Kupplungsautomaten und Kupplung. Antriebswellen haben wir jetzt 2, darauf kommen wir gleich nochmal. Dann haben wir die Schaltbox, die auch getauscht werden muss, inklusive Schaltseile. Dann haben wir hier einen Anlasser. Ja, das wäre so im Gros, was man eigentlich so braucht, um das jetzt quasi umzubauen auf 6-Gang. Wollen wir nochmal darauf eingehen, warum wir uns für ein 6-Gang-Getriebe entschieden haben? Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, genau. Genau. Also 6-Gang deswegen, wir hatten den Bus ja gekauft mit Getriebeschaden, es war der 5. Gang kaputt, wie zu 90% bei diesen Fahrzeugen mit der Getriebeversion. Es ist ein 3-Wellengetriebe und ist relativ anfällig so, der 5. Gang fliegt halt relativ oft weg und sehr oft auch noch diverse andere Sachen dann im Nachgang. Ne? Also wenn das wirklich auf der Autobahn passiert und man bei 130 fährt, leuchtet ein, dass dann teilweise auch noch mehr kaputt geht als nur der 5. Gang. Wir haben jetzt gerade, glaube ich, 3 Getriebe hier, die defekt sind und überall der 5. Gang. Du hattest ja angesprochen, dass du das Ding gerne zum Trailern haben möchtest und auch mal gerne Autobahn fährst und vielleicht mal ein bisschen schneller. An sich ein Camper wiegt ja schon ein bisschen mehr als ein normaler Transporter. Mhm. Aufgrund dessen bin ich eigentlich zu der Überzeugung gekommen, dass eigentlich nur ein 6-Gang Sinn macht, weil man kann relativ zügig auf der Autobahn fahren bei einer moderaten Motordrehzahl. Dadurch, dass es ein 4-Wellengetriebe ist, kann das auch ein bisschen mehr Drehmoment ab. Matze, der hier auch irgendwo rumschwirrt, der fährt ja auch so ein R32 Turbo, auch mit so einem MQ500 und das zeigt ja eigentlich eindrucksvoll, was das Getriebe so ab kann. Oder generell so ein MQ500. Ne? Was denkst du, was könnte da so an Leistung drauf? Also was kann das ab, so Standard? Schätzungsweise? Ja, also ich würde sagen, also als Diesel jetzt hier, glaube ich, alles, was der Motor kann, kann das Getriebe auch. Also gibt es, glaube ich, keine Grenze. Und benzinermäßig fahren ja ganz viele so auch in der halben und viertel Meile Szene ganz locker 1000 PS auf dem Getriebe. Hm. Ja, krass. Ja. Und das 5. oder das 5-Gang-Getriebe, das lassen wir aber einmal wieder heile machen. Genau, das ist relativ überschaubar, das haben wir schon mal aufgemacht. Da ist wirklich nur der 5. Gang kaputt, das lässt sich relativ einfach tauschen. Da war so der Ansatz, weil ja auch teilweise unter den Videos die Frage kam, wie finanziert man sowas? Und wir wollen ja halt auch ein bisschen zeigen, dass man auch mit Teilen, die man nicht verwendet für den Umbau, irgendwie noch Geld generieren kann. Der 5. Gang kostet jetzt bei VW auch nicht die Welt. Und daher haben wir uns entschlossen, mit dir zusammen, dass wir das Getriebe halt nochmal frisch machen und das dann verkaufen, weil das Getriebe ja halt recht gefragt ist, weil es sehr oft kaputt geht. Mhm. Und macht ja eigentlich nur Sinn, das dann wieder frisch zu machen und zu verkaufen, um darüber noch wieder Geld zu generieren für die anderen Teile, die wir noch so brauchen. Zeig mal so ein bisschen, was sind jetzt so die nächsten Schritte? Also das Getriebe ist jetzt einmal dran. Genau, also ich fand es eigentlich ganz witzig. Wir haben ja irgendwann mal angefangen, das so zu projektieren, diese ganze Geschichte mit dem 6-Gang. Haben das auch für einen Freund umgebaut und hatten dann irgendwann, viele werden sicherlich fragen, was habt ihr jetzt genau verändert am Motor?
Da müsst ihr mir nachsehen. Matze und ich haben das Getriebe bestimmt 10-mal hoch und runter gehoben. Das war sehr anstrengend und deswegen würde ich mich halt auch freuen, wenn die eine oder andere Sache, die wir da ermittelt haben, so ein bisschen als Firmengeheimnis quasi bewahrt wird. Weil das Problem ist, ist auch nicht so, noch nicht ganz alles. Wir haben das Getriebe dann irgendwann konnektiert gehabt. Das war alles eingebaut am Fahrzeug. Haben dann hier, kannst du mal rumkommen, René, haben wir hier den hinteren Motorhalter. So, und haben wir jetzt hier quasi eine lange Antriebswelle und hier haben wir eine kurze. So, und die lange Antriebswelle hat nochmal ein Gelenk mehr und ist hier, ich weiß nicht, René, ob du irgendwann das sehen kann, hier sind noch zwei Bohrungen und hier ist quasi, ich kann das mal kurz nochmal kurz zur Antriebswelle her. So sieht die Antriebswelle aus, ne? Nochmal so rum, genau. So, und hier haben wir quasi nochmal zwei Löcher und die sind hier unten verschraubt am Motorhalter. Mhm. So, jetzt haben Matze und ich ganz tollkühn hier einen Antrieb raufgeschraubt und haben gedacht, ja geil, jetzt können wir gleich losfahren. Aber wie man sieht, hier sind die beiden Löcher und hier ist der Anschraubpunkt für die Antriebswelle. Würde also bedeuten, das geht so erstmal nicht, weil logischerweise ein bisschen Spiel hast du ja hier auch drin und kannst ja jetzt nicht einfach das Lager hier einfach so rumschwirren lassen. Jetzt gab es verschiedene Ansätze. Jetzt haben wir uns gedacht, okay, kein Problem. Wir haben ja ganz viele Teile bei uns noch liegen von mal geschlachteten Autos oder von Kundenfahrzeugen, die hier was Defektes mal hinterlassen haben. Haben wir ja verschiedene Längen. Da kannst du mal hier rauf gucken. Es gibt meines Erachtens, vielleicht gibt es auch noch andere Erkenntnisse, aber erstmal haben wir drei verschiedene liegen. Das ist die längste, die und nochmal eine Nummer kürzer, die wir jetzt aber gerade nicht da haben. Haben wir hier immer schön probiert. Zack, zack, zack. So kann man noch mal gucken. Ja, die ist schon ein bisschen kürzer, aber noch nicht kurz genug. Jetzt gibt es noch eine Variante, die dritte. Die geht ungefähr bis hier. Ne? Und ja, ist also auch nicht so geil. Jetzt haben wir uns überlegt, wie macht man das? Mit irgendwelchen Hülsen dazwischen. Haben wir uns gedacht, das ist irgendwie auch uncool. Dann haben wir einfach nur bei der anderen Antriebswelle, ist es ungefähr ein Zentimeter, was hier zu kurz ist, oder anderthalb, haben wir einfach das Ding ein bisschen umgeschweißt und dann nochmal mit Distanzstücken gearbeitet. Hat aber nicht gehalten. War nach, ich weiß gar nicht, 2 oder 3 Wochen hatte der Freund uns angerufen, das war von vornherein klar, dass es halt ein Projekt wird und habe mich angerufen, du, Krisch, ich bin liegen geblieben, Antrieb ist abgerissen. Da hat sich nicht die Schweißnaht gelöst, sondern der ganze Ring hier ist gebrochen. Kann jetzt mehrere Möglichkeiten haben. Entweder haben wir das nicht richtig zentriert beim Anpumpen oder aber, was ich mir nicht richtig vorstellen kann, ist, dass der Antrieb, also wenn er sich dreht, dass es einfach diese Last hier zu doll war und wir durch die Thermik, die wir hier reingebracht haben oder auch durch das Schweißen vielleicht ein bisschen den Ring kaputt gemacht haben, weiß ich nicht genau. Ja, also das kam, wie es kommen musste. Das Auto war nochmal hier. Dann haben wir uns nochmal richtig Gedanken gemacht, wie kriegt man das jetzt gelöst? Weil ein Camper zum Beispiel hat ja auch die Eigenschaft, der ist ja auch mal gerne nicht zu Hause. Mhm. Also irgendwo in Italien, am Gardasee oder irgendwo schon am Campen. Man fährt morgens los auf den Campingplatz und zack, der Antrieb ist gebrochen. Das kann es ja nicht sein. Beziehungsweise wenn es dann so ist, wäre es halt cool, wenn man einfach zu VW fahren kann und sagen kann, die Antriebswelle mit der und der Teilenummer brauche ich jetzt. Man bestellt die nächsten Tag, baut die ein und fährt wieder los. Wenn man jetzt hier irgendwas umarbeitet oder sonstiges, ist das ja nicht so, wie soll ich sagen, nicht so alltagstauglich irgendwo, ne? Gerade wenn du im Urlaub bist. Und ja, dann sind wir zu dem Schluss gekommen. Ich weiß gar nicht. Matze hat das hier angeschraubt. War das nochmal ab. Jetzt sieht man nochmal schön, wie ölig die ganzen Teile sind. Da habe ich aber schon mit einem Freund von mir besprochen. Der kommt aus der schönen Stadt Bad. Strahlkunst heißt der gute Mann. Oder die Firma. Und der macht uns das alles nochmal richtig schön blank wieder. Das, wenn wir ja den Motor zusammenbauen, finde ich immer extrem cool, wenn das alles so ein bisschen werksmäßig schön neu aussieht. Ne? Ja, das ist ja da ist die Freude gleich viel größer, wenn man das zusammenbaut, dass es alles ein bisschen geil aussieht. Genau, das ist jetzt hier der Motorhalter. Hier kann man jetzt schön sehen. Ne, da ist halt der Antrieb angeschraubt. So, jetzt haben wir Folgendes gemacht. Wir haben das Ding quasi aufgesägt, haben uns richtig kräftige Aluplatten besorgt und hat Matthias das hier quasi schön reingewickt auf die Länge, die wir brauchen für eine originale Antriebswelle. Ja, und das ist jetzt erstmal so die, offensichtlich erstmal die coolste Lösung, wie man das halt lösen kann mit den Antriebswellen, dass es alles passt. Ist noch nicht so die absolute Mega-Lösung, weil, da kommen wir wieder zum Punkt, wenn jetzt natürlich auch Leute daran Interesse haben an sowas, haben wir uns Gedanken gemacht, wie kriegt man das verfügbar gemacht innerhalb von kurzer Zeit. Da habe ich schon mit meinem Freund gesprochen, der hat von der Firma Fastlane Engineering. Da würden wir ganz gerne den Motorhalter mal einschicken.
dass der das Ding mal einmisst und dass wir mal gucken, wenn man das Ding aus dem Ganzen fräst, also heutzutage sagt man ja Billet dazu. Billet, genau. Ja, ob das vielleicht eine coole Nummer wäre, dann könnte man einfach das Ding quasi fräsen lassen, könnte man bei uns im Online-Shop packen und dann könnte man sich einfach den Motorhalter bestellen. Würde ich eine Liste dazu machen, was man so alles an Teilen braucht, mit Teilenummer. Und dann könnte sich das jeder auch so ein bisschen do-it-yourself zu Hause machen, ne? Weil ja, so unterm Strich... Es ist halt nicht einfach so Plug and Play. Da muss schon ein bisschen Hirnschmalz mit einfließen, damit das so funktioniert. Wenn es dann funktioniert, ist es cool. Auf alle Fälle. Aber das ist halt Tuning, ne? So sieht's aus. Also Tuning würde ich noch nicht mal sagen. Für mich ist es einfach nur so ein... Tuning ist für mich modifizieren, also nicht... Ja, gut. Also ich denke mir Tuning immer gleich, dass das dann sowas wie da hinten heißt. Das ist dann so Tuning, aber so, das wäre für mich jetzt hier einfach eine Optimierung, sag ich mal. Genau. Ne, das ist ja wirklich, hat ja wirklich Sinn. In der Regel ist ja so, Tuning, ein Auto tiefer zu legen, sieht eigentlich nur gut aus, aber so an sich, die Eigenschaften wäre nicht unbedingt besser. Und wir wollen, also, was sind generell so die Vorteile? Also erstens, dass der fünfte Gang nicht mehr abbricht, zumindest nicht so wie bei dem alten Getriebe. Mhm. Punkt zwei ist, wir sparen Sprit. Genau. Also du kannst halt, wenn du jetzt auf der Autobahn, was fährt man damit so einem Camper? 100, wie viel? 180. Ja, René fährt 180. Aber ich würde sagen, das ist grob. Ich sage mal, lass uns mal auf 150 einigen. Dann fährst du halt nicht mehr bei 4200 Umdrehungen, sondern vielleicht bei 3000 oder 3200. Und das ist natürlich auch schon im Spritverbrauch und auch generell im ganzen Verschleiß vom Motor schon, denke ich, deutlich spürbar. Ne? Ja. Deswegen macht es auf jeden Fall Sinn. Genau. Und Anhängerbetrieb hatten wir ja schon angesprochen. Dadurch, dass das Ding halt ein bisschen mehr Drehungen ab kann, kannst du auch mal einen Anhänger hinterhacken und das funktioniert auch, denke ich, deutlich besser. Und das war das. Was ist, ach genau. Was ist das hier? Hier haben wir nochmal die Schaltbox. Dadurch, dass wir ein Sechsganggetriebe haben, haben wir auch eine bisschen andere Anlenkung. Deswegen müsste auf jeden Fall auch die Schaltbox getauscht werden, inklusive der Schaltseile. Die Schaltseile jetzt hier, die sind irgendwie künstlich verkürzt worden, gehen also nicht mehr. Was aber nicht schlimm ist, die Box ist auf jeden Fall aus dem Sechsgang. Dann bestellen wir uns nochmal zwei Schaltseile und dann geht das damit steil. Das ist halt auch so eine Sache, die Schaltbox zu tauschen. Relativ nervig, weil du das ganze Armaturenbrett unterhalb zerlegen musst. Aber es geht eigentlich, also es ist auf jeden Fall machbar. Wenn man ein bisschen Bock hat und ein bisschen Zeit sich nimmt, geht das auf jeden Fall. Hier haben wir nochmal einen Anlasser liegen. Der passt natürlich auch nur am Sechsganggetriebe. Ich weiß gar nicht, war das jetzt hier der Sechsgang? Ich muss mal ein bisschen gucken, weil wir so viel Zeug immer liegen haben. Ja, das ist der, genau. Ja, also das ist quasi jetzt der vom Sechsgang. Anlasser bräuchte man dann logischerweise auch. Hier haben wir jetzt nochmal das Zwei-Massen-Schwungrad. Die Kupplung, die fehlt jetzt leider. Das muss auf jeden Fall auch getauscht werden, weil das anders nicht geht mit dem Getriebe. Habe ich jetzt auch noch was Gebrauchtes liegen. Logischerweise nehmen wir das bei deinem Fahrzeug dann frisch. Ja. Ansonsten, was haben wir hier noch? Schaltseile haben wir besprochen. Dann haben wir, ach genau, Ausdruckleiter ist anders. Aber auch der Kupplungs-Nehmetzlinder sitzt hier quasi drinnen, also im Getriebe. Und beim Fünfgang ist es von außen rangeschraubt. Ist hier auch ein bisschen anders. Die Kupplungsleitung passt tatsächlich Plug and Play, da kann man die alte lassen. Hatten wir erst ein bisschen Stress, weil wir haben die abgenommen und da sind so eine ganz kleine Gummiringe dran. Sieht man hier jetzt, aber den meine ich nicht. Der andere ist noch kleiner, den kann ich vielleicht mal zeigen. Hat erst nicht gepasst, hat einfach nur so ein ganz kleiner Gummiring drauf gestört. Okay. Hat es ungefähr einen halben Tag gedauert, bis wir das dann raus ermittelt hatten. Ja. Eine Sache noch, ganz wichtig, kannst du mal rumkommen. Wir haben hier die Version, dass die Antriebswelle quasi hier eine Innenverzahnung hat. Ne? Hier eine Außenverzahnung, hier ist so ein kleiner Ring normalerweise drauf. Und dann steckt man das Ding hier rauf, ne? Und dann hält das. So, ganz oft bei den meisten Umbauten, brauchen wir uns nichts vormachen, wenn man jetzt alles neu bestellt, ist das schon sehr kostenintensiv. Mhm. Deswegen denke ich, werden viele wahrscheinlich auf so eine gebrauchte Antriebswelle zurückkommen. Ich weiß nicht, ob man das ein bisschen aufnehmen kann. Kannst du mal hier reinfilmen? Sieht man das so ein bisschen? Bei den meisten Gebrauchten ist ja das Problem, dass diese Verzahnung innen schon ein bisschen abgenutzt ist. Weil logischerweise wirken da ja relativ große Kräfte. Diese Innenverzahnung arbeitet immer gegen die Außenverzahnung. Und deswegen ist es meistens so, dass der Antrieb irgendwann hier innen rund ist. Der Fahrzeugführer sitzt in seinem T5, will irgendwo losfahren und dann macht es einmal kurz Knack und dann rutscht quasi die Antriebswelle auf dieser Steckwelle quasi rum. Und dann kommt es meist dazu, dass du halt die Antriebswelle erneuern musst. Ganz wichtig ist, logischerweise arbeitet sich nicht nur hier was ein, sondern auch da. Da bietet sich auf jeden Fall an, dass wenn wir bei dir aufmachen, dass wir da zwei neue Steckwellen nehmen.
Die sind nicht teuer, die kosten im Zubehör, weiß nicht, ich wollte sagen 60, 65 Euro ungefähr. Da ist eine Madenschraube drin. Dann werden die beiden getauscht. Dann haben wir auf jeden Fall erstmal keinen Stress. Wir wollen ja auf jeden Fall auch, dass du ja möglichst lange mit deinem Camper da sorgenfrei durch die Gegend fahren kannst. Ne? Mhm. Das sind halt so Kleinigkeiten, auf die man achten muss, aber die Erfahrung hat gezeigt, es macht eben halt nicht Sinn, immer nur gebraucht und alt zu nehmen, sondern halt bei den wichtigen Sachen, gerade wenn es nicht so viel Geld bedeutet, das auch wirklich dann dafür neu zu machen. Ne? Ja, wenn man das das Paket schon einmal auseinander ganz hat, genau. Quasi als wenn du es dann hinterher nochmal auseinanderreißen musst, was dann halt dann lieber gleich neu machen. Genau, ich meine, das dauert natürlich nicht lange, aber es ist einfach nur ärgerlich, weil es meistens ja dann passiert, wenn du es nicht gebrauchen kannst. Ne? Mhm. Meistens passiert das ja, wenn deine Frau gerade mit einem Entbindungstermin irgendwo in der Klinik liegt und du musst innerhalb von 10 Minuten da sein, dann geht das Ding ja kaputt. Ja. Nicht, aber wenn du morgens Brötchen holen willst oder sonstiges. Ne? Okay, also fassen wir nochmal zusammen. Wir brauchen logischerweise das Getriebe, das Sechsganggetriebe. Mhm. Wir, was es eventuell, also was es bei dir dann im Shop geben wird, den Motorhalter, genau. Damit die Antriebswellen befestigt werden können. Genau. Genau. Dann den Anlasser brauchen wir. Genau, die Schaltbox. Die Schaltbox brauchen wir. Mit den Schaltseilen. Hier wird das, der Gummi hier, das ist quasi, das können wir, wollen wir das nochmal am Bus zeigen kurz? Ja, können wir machen. Hier unten, hier geht das Schaltseil quasi von dem Schalthebel runter. Oder die beiden. Und hier ist es quasi durchgesteckt durch die Spritzwand und guckt auf der anderen Seite wieder raus und geht dann da ins Getriebe. Ne? Dafür musst du halt auch, wenn du das jetzt umbaust, am normalen Fahrzeug, wo jetzt nicht alles zerpflückt ist, hier einen Teppich hochnehmen, die beiden Schrauben lösen, dann kann man das Ding, wenn unten die beiden Dinger entriegelt sind im Getriebe, hier rausziehen, kann quasi die neue Schaltbox montieren. Ja, und dann ist es schon viel geschafft. Mhm. Wenn man das jetzt so sieht, ich weiß nicht, du kannst ja mal von hier raufblenden. Also das macht mich jetzt persönlich nicht so an, weil das alles sehr schmutzig aussieht. Mhm. So, wir haben René, unser Freund von Strahlkunst aus Bad, der hat mir jetzt schon mal die letzten, auch von der Doka zum Beispiel, das Getriebe. Da gibt es ja auch ein, zwei Fotos, wie das aussah, als Motorgetriebe zusammen waren. Alles nochmal so ein bisschen Glasperl gestrahlt und so weiter. Das würde ich hier auch gerne machen wollen, einfach damit das ja, werksmäßig aussieht. Weil ich finde, so eine Hochzeit bei einer Hochzeit hat man ja auch einen Anzug an. Nein, nicht umsonst, damit man so ein bisschen schick aussieht und nicht so wie ich heute, wie so ein Schlumpf. deswegen würde ich das hier auch gerne machen, einfach, ja, weil es macht ja uns auch Spaß alles und es soll einfach auch schön aussehen, weil umso schöner das aussieht, umso mehr Spaß macht es, finde ich auch. Ja. Deswegen werden wir es auf jeden Fall nochmal alles strahlen lassen, dass es alles ein bisschen schick aussieht, nochmal die Wellen tauschen und so weiter. Genau, falls da noch Fragen sind, ich werde das so machen im Online-Shop, wenn wir den Motorhalter irgendwann da mal online stellen, dass ich auf jeden Fall auch nochmal Teilnummern und sowas dazu schreibe, was für Antriebswellen man braucht und auch Anlasser nochmal und auch die Schaltbox werde ich da nochmal hinterlegen. Einfach, dass das auch ja, für den User irgendwie möglichst angenehm ist und dass er sich da eigentlich Für denjenigen, der so wie ich technisch nicht so versiert ist, kann aber auch nach Rostock kommen und das bei dir machen lassen oder bei euch? Genau, da ist halt der Punkt, da habe ich jetzt ja schon nach dem letzten Video ganz viele Anfragen gehabt. Da würde ich eigentlich am liebsten sehen, dass sich die Jungs oder die Leute oder ja, die User, dass sie sich selber halt ein Getriebe besorgen, einfach weil das für mich, ich lege mir jetzt hier nicht 10 Getriebe hin. Mhm. Wenn sich die Leute selber ein Sechsganggetriebe besorgen, wie gesagt vom T5 Facelift, Getriebe, Kennbuchstabe ist eigentlich fast egal. Und dementsprechend halt die Teile, die ich dann sozusagen irgendwann nochmal hochladen werde, die Teilliste. Und klar können die dann vorbeikommen. Getriebe im Kofferraum, die Antriebswellen und so weiter. Kleinigkeiten kann ich auch besorgen. Wir haben ja teilweise ganz gute Zugänge so zu dem ganzen T5-Teilegeschäft. Und klar können wir es dann auch umbauen. Aber es ist halt für mich ein bisschen einfacher, wenn die Leute einfach vorbeikommen, haben die Sachen. Ich habe jetzt demnächst auch einen Kunden aus Hannover sogar, von dir um die Ecke. Okay. Der hat sich jetzt alles besorgt, ein Getriebe und so weiter. Da haben wir uns geeinigt, Antriebswellen besorge ich. Ja, Schaltbox auch, Anlasser und so weiter. Er hat das Getriebe erstmal besorgt. Kommt dann her, fährt mit dem Fahrrad ein bisschen nach Warnemünde, ein bisschen Eis essen und dann kann er das Ding, ich denke mal so, ja, 4-5 Stunden brauchen wir dafür so in Gänze und dann kann er damit wieder losfahren mit seinen 6 Gängen. Hm. Das ist eigentlich auf jeden Fall auch mit natürlich ist das immer abhängig von den Teilen, wie günstig man die beschaffen kann, aber wo fangen wir dann preislich an? Ungefähr damit, weil sonst werden die Leute halt fragen. Hm. So ungefähr. Also ich würde sagen, ein Getriebe liegt ungefähr so bei 1.200 Euro, so ein Sechsganggetriebe von so einem Facelift. Da ist halt immer so ein bisschen so,
ja, kann man mal gucken. Es gibt ja auch viele Anbieter, die so regenerierte Getriebe anbieten. Das würde ich eigentlich immer vorschlagen. Wenn man Gebrauchtes kauft, ist immer so ein bisschen so eine Wundertüte. Ne? Mhm. Kann funktionieren, kann natürlich aber auch kaputt sein. Oder irgendein Gang knarzen oder was weiß ich. Da muss halt jeder selber wissen, wo er so hin will. Der eine will halt sparen und will es probieren. Der andere sagt sich, er hat keinen Bock auf so ein Abenteuer und kauft sich halt ein regeneriertes und hat dann damit Spaß. Mhm. Und auch ein bisschen Gewährleistung, ne, letzten Endes. Ja, klar. Ja. Mhm. Und für den anderen Rest so grob? Einfach nur ein bisschen, damit die Leute eine greifbare Zahl haben. Genau. Ja, also die Leierantriebswelle, die kostet wahrscheinlich so, denke ich mal, so als Originalteil 450 Euro. Also man muss ja nicht unbedingt eine originale Antriebswelle kaufen, man kann ja auch eine aus dem Zubehör kaufen. Die haben teilweise auch eine ganz gute Qualität, also das bleibt eben offen, was man da nimmt. Bei so einem 2-Massen-Schwungrad-Kupplung liegt man, glaube ich, auch so bei 700, 800 Euro. Je nachdem, wo man das kauft. Ne? Mhm. Auch da muss jeder so ein bisschen für sich selber entscheiden. Wenn allerdings Leute zu mir kommen und das umbauen lassen, dann würde ich eine ganz klare Empfehlung aussprechen, was ich denn da so nehmen würde, weil wir haben jetzt echt schon alles ein bisschen ausprobiert und es gibt halt Sachen, die funktionieren und welche, die funktionieren weniger gut. Ne? Mhm. Ja, Schaltbox, so eine Schaltbox kriegt man eigentlich beim Verwerter. Da könnt ihr auch gerne bei mir anfragen, also gar kein Problem. Ich habe da auf jeden Fall ein, zwei, mit denen ich zusammenarbeite, die auch sehr verlässlich und pünktlich da ihre Sachen liefern. Das ist eigentlich auch, gibt es ja jetzt relativ viele, die so mit T5-Teilen handeln, was sich da auch ein bisschen spezialisiert haben. Da könnt ihr mich gerne auch mal anschreiben auf meinem Account und dann kann ich euch gerne dann eine Empfehlung aussprechen, wo ihr das sozusagen beziehen könnt. Ja, ansonsten sowas würde ich natürlich immer Gebrauch kaufen. Das macht keinen Sinn, das bei VW zu kaufen. Alles, was Antriebswellen ist, 2-Massen-Schwungrad-Kupplung, sowas logischerweise neu kaufen. Hm. Und einen Anlasser kann man sich auch neu bestellen. Dann würde ich sagen, danke, dass du dir heute wieder Zeit genommen hast. Wir drehen gleich noch ein Video, wo es um den Motor geht, wo wir euch den Zwischenstand von der Karosse zeigen und so weiter. Aber das seht ihr dann im nächsten Video. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye, bye.